So, Grüße geht erstmal raus an meine Hamburger, nein Spaß, an meine Hamburger, meine Cheeseburger und an meine Mitbürger natürlich, nein Spaß, wir beginnen hier sofort, würde ich sagen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob es erstmal stimmt mit der Musik und alles hier. Und ja, mal schauen, wie lange wir das hier machen werden mit der HSV bei für Sky-Karriere heute beim Livestream hier. Bin ich mal sehr gespannt, ob es bei euch gut ankommen wird hier. Ich guck mal, ich muss euch hier mal die Kommentarleiste hier mal kurz anmachen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob alles hier glatt läuft oder nicht? Wäre auf jeden Fall auch wichtig hier mit der Musik und alles. Allgemein so. Wahrscheinlich so, oder? So, endlich online auf jeden Fall, Alter. Ich hatte eigentlich vor um 18 Uhr online zu sein. Jetzt sind wir halt um 21 Uhr online. 3 Stunden zu spät. Es gab Gründe auf jeden Fall. Und das war halt mein Friseurbesuch. Warte mal, ich streame gleich eine Bremen-Karriere. Das war halt mein Friseurbesuch und alles, Alter. Ich bin erst um 15 Uhr bin ich losgegangen. Ja, okay, 14.45 Uhr oder so, glaube ich. Nee, 14.50 Uhr. Also mein Bahnhof hier ist ungefähr 10 Minuten von meinem Haus entfernt. Es war heute so rutschig, ne? Ich wollte mir das gar nicht glauben. Ich bin die ganze Zeit fast ausgerutscht und alles hier. Mega shit auf jeden Fall. Ich bin die ganze Zeit ausgerutscht fast. Es war mega glatt, Alter. Das war nicht mal... Also man macht ja eigentlich immer Salz dahin eigentlich, wenn die Straße so glatt ist und so. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann tut man immer dieses Streusalz oder so, wie das heißt. Und das war einfach noch nicht da. Ich bin die ganze Zeit ausgerutscht. Einfach die ganze Zeit. Man konnte kaum gehen. Man ist eigentlich nur gerutscht, kann man sagen. Ich bin fast die ganze Zeit auf die Fresse geflogen. Aber nur fast zum Glück. Gott sei Dank, fast nur. Und ja, habe ich einfach auch Glück gehabt. Muss man einfach so gesagt haben, ja. Und ja, mal schauen auf jeden Fall, wie viele Zuschauer. Ein Zuschauer bisher hier. Mal schauen, ob es hier noch steigern wird. Ob das sich steigern wird. Ich habe es ja angekündigt um 18 Uhr. Bestimmt haben sich viele vorbereitet und alles. Aber jetzt, ja, 3 Stunden zu spät, kann man sagen, ja. Einfach 3 Stunden zu spät wegen Friseurbesuch. Aber ich musste da ungefähr im Friseur muss ich ungefähr 3 Stunden warten, ne? Glaub mir, Alter, 3 fucking Stunden. Ich kam erst um 6 Uhr dran. Um 6 Uhr kam ich erst dran und dann halb 7 bin ich, glaube ich, losgegangen dann, also nach Hause. Also die Bahnfahrt, das war ungefähr mal, ich glaube, 16 Minuten ist die Bahnfahrt so. Und ja, ich habe ja die Bahn um 15 Uhr verpasst, ne? Oder nee, war das 15.30 Uhr oder 15 Uhr? Ich weiß gerade nicht. Entweder bin ich 15.10 Uhr losgegangen, ich glaube, 15.20 Uhr bin ich, glaube ich, losgegangen. Stimmt nicht, das war nicht 14.50 Uhr, sondern 15.20 Uhr. Und ich habe die Bahn um 15.30 Uhr verpasst, weil der scheiß Automat meine Scheine nicht angenommen hat, beziehungsweise mein 5-Euro-Schein. Man muss ja 5-Euro-Schein, stimmt. Und ich hatte ja noch 2 Euro, dann ja, eine Bahnkarte kostet, glaube ich, wie viel nochmal? 6,50 Euro oder so, keine Ahnung, weiß gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall irgendwas mit 6 Euro, diese Karte, die Erwachsenenkarte da. Richtig scheiße auf jeden Fall, Alter. Und ja, wir machen auf jeden Fall jetzt mal bei für Sky mäßig. Ich hoffe, euch wird es Spaß machen hier. Hans, bist du da? Warum Hans, Alter? Ja, schreibt in die Kommentare, ob die Musik und alles passt hier. Ewige Ruhe. Bist du HSV-Fan? Ja, auch allemal hier. Ich bin HSV-Fan. Habe ich doch schon öfters, glaube ich, sogar gesagt, oder? Weiß ich gerade nicht hier. Geht es deinem Rücken besser? Ja, mein Rücken geht es auf jeden Fall heute viel besser. Ich habe heute gar nicht trainiert hier. Wie lange habe ich geschlafen heute? Ich bin erst um 4 Uhr eingeschlafen. Also ich hätte eigentlich noch 2 Stunden livestreamen können, aber ich war auch kaputt mega. Ich konnte einfach nicht einschlafen auch. Und ja, ich bin, glaube ich, wie lange habe ich geschlafen heute? Bis um 11, bis um 12? Und ich bin erst um 15 Uhr losgegangen, Alter, zum Friseur. Ich hätte schon früher losgehen können eigentlich, aber habe ich einfach nicht gemacht. Regaming TV Beste, Dankeschön. Dankeschön, Hans. Hansi, dein kleiner Hansi. Wie heißt du auf PS4? PS4 Regaming TV 11. Ja, mal schauen hier. Wollen wir das jetzt mal... Ich glaube, wir können mal anfangen jetzt hier, ne? Schreibt auf jeden Fall, ob die Musik hier passt hier in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall sehr wichtig. Ob das hier alles passt momentan. Aktuell 24 Zuschauer. Nice. So, wir machen mal hier jetzt Gold. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir was Spezielles machen sollen. Irgendwie Brasilien, Engländer, Deutsche. Könnt ihr alles mal in die Kommentare schreiben hier. Jetzt muss ich eine Minute bestimmt warten, bis es ankommt bei euch. Das ist ja eine 30 Sekunden Verzögerung. Und ja, oder so. Ja, komm, wir machen es einfach mal. Hier, Torhüter, komm. Wir fangen mit dem Torhüter hier an. Oh mein Gott, wer kommt, Alter? Wer kommt? Und im Tor haben wir... Ach du heilige Maria, Alter. Wer ist das denn? Ey, also ich muss auch dann... Stimmt, Alter. Wir verpflichten die ja nicht alle, ne? Wir müssen das dann so machen, dass ich... Oh mein Gott, das wird... Ach, fuck, Alter. Ich werde dann sehen, wie ich es immer machen werde mit der Buy for Sky-Karriere. Ich muss aber das Team bearbeiten und alles hier. Jetzt kommt eine Google-Werbung. Ach du heilige Scheiße. Und ich muss einfach mal schauen dann. Ich muss jetzt hier ein bisschen lauter reden, weil sonst kommen die Gegner vorbei. So. Rechtsverteidiger. So, wir schauen jetzt, wer kommt raus. Wer kommt? Ey, wieder sowas hier. Was? Das gibt's doch nicht. Habe ich den anderen auf die Kandidatenliste hingetan? Ich hoffe ja. Wenn nicht, bin ich am Arsch. Ah, ich habe schon 8 Objekte. Komm, wir fangen nochmal neu an, oder? Wenn ich den anderen nicht hab, doch, ich hab den. Okay, fuck, Alter. Wir müssen hier alles durchstreichen fast. Ja, warte mal, machen wir weiter.
komm, komm. Pastore nochmal. Ja, jetzt haben wir bisher die zwei hier. Ach du heilige Scheiße, zwei schlechte Spieler, muss man einfach so gesagt haben. Die Karriere sieht bisher nicht so gut aus, wie es aussieht hier. Innenverteidiger jetzt, weiter geht's hier. Weiter geht's. Und? Okay, der kann sich gut entwickeln. Also der kann sich auf jeden Fall gut entwickeln. Mit Bailey bin ich auf jeden Fall zufrieden, wie der heißt. Ja, mit dem bin ich mega zufrieden hier. Der wird auf jeden Fall einiges zerstören. So, jetzt noch ein Linksverteidiger, dann nochmal ein Innenverteidiger auf jeden Fall. Und, wer ist der Typ denn? Ich kenne den gar nicht. Okay, der ist schon 30 fast. Der ist schon fast 30 Jahre alt, ja. Ah, fuck, Alter. Jetzt nochmal ein Innenverteidiger. Wen kriegen wir da? Und es wird Ogbonna. Och, Ogbonna, oder wie er heißt. Ja, die Verteidigung ist nicht so stabil, aber auch nicht so schlecht hier. Auf jeden Fall besser als die aktuelle HSV-Verteidigung, glaube ich. Ich glaube, ja, auf jeden Fall. Und Spieler kommt auf jeden Fall gegen 22 Uhr dann. Ich werde, glaube ich, eine Stunde ungefähr livestreamen hier mit FIFA. Dann mache ich so eine 5-Minuten-Pause und dann geht es weiter sofort mit GTA 5 Online oder so. Und dann mache ich so halt Community-mäßig, zocke ich mit euch FIFA, GTA und alles. Aber erstmal zocke ich hier eine Stunde alleine und dann zocke ich schön mit euch, Jungs, hier. Und ja, so. Jetzt zentral defensives Mittelfeld. Eieiei, was meint ihr? Wer kommt raus? Wer kommt raus? Oh, mit dem bin ich... Alter, mit dem bin ich voll zufrieden. Mit dem Typen, Alter. Ey, ganz ehrlich, Jungs. Ich bin mega zufrieden. Ich bin mega zufrieden, Alter. Da kann man sagen, was man will. Also den Cavallo, den nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Den können wir mitnehmen hier. So. Du bekommst nur Dreck, ja. Ja, der Cavallo ist auf jeden Fall jetzt hier der Beste. Das ist krass, Alter. Cavallo ist krass. Müssen wir jetzt zwei zentral defensive Mittelfeldspieler holen? Ich weiß es gerade selber nicht aus dem Kopf. Wir machen mal zentral offensiv, oder? Ja, komm, wir machen erstmal zentral offensiv und dann geht's weiter mit dem Sturm und Linksflügel und Rechtsflügel, würde ich sagen. Und schreibt in die Kommentare, was für eine Aufstellung HSV überhaupt hat. Ja, wir schauen einfach mal gleich und wir kriegen Baum-Johann. Ey, stell mal vor Snyder, ne? Aber der hat ja eigentlich gar keine 85, aber... Ah, das ist ja sein Inform, ne? Wie ihr wisst, das ist ein Inform, Baum-Johann, Alter. Das ist absoluter Flop. Komm, wir machen mal nochmal einen zentral Mittelfeldspieler einfach so. Zentral Mittelfeldspieler! Herrera, ja, ich glaube, Gomez wäre heftig gewesen auf jeden Fall. Der wäre auch nicht schlecht, weil der ist ein Megatalent auf jeden Fall. Der ist 19 oder so, ne? Ja, ich glaube, der ist, nee, doch. Nee, 21 schon, was? Ist der 21, wenn ich mich gerade nicht irre? Oder verwechsel ich das gerade? Ich weiß es gerade nicht hier. Oh, jetzt geht mein Antivirenprogramm an. Ey, ich glaube es gerade nicht. Beenden, beenden. Kann ich das beenden irgendwie? Konnte ich auf jeden Fall noch glatt beenden. Meine Güte. Freundschaftsanfrage nehme ich später auf jeden Fall an hier. Herrera, haben wir den auf die Kandidatenliste reingetan? Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Ach, oh, fuck, Alter. Ja, komm, wir gucken mal nochmal nach Herrera hier. Falls ich den nicht reingetan habe. Ander Herrera, so. Auf die Kandidatenliste hier. Ja, fuck, ja, ich nehme auf jeden Fall gleich mal später an. Die Freundschaftsanfrage meine ich natürlich. Die Freundschaftsanfrage nehme ich auf jeden Fall später an, dann gegen 22 Uhr. Und ja, da können wir schön zusammen zocken alles hier. Jetzt ein Links-Mittelfeldspieler, oder ne, Linksflügel-Spieler mit 4-3-3. Spieler 4-3-3, Linksflügel, und wer kommt da? Bams! Mama, mach mal Hunger Games in GTA, wie geht das denn? Schreib's mal in die Kommentare, Hunger Games, ich kenne das, das ist so Tribute von Panem mäßig, glaube ich. Oha, Mertens haben wir hier? Krass, ist gar nicht mal so schlecht hier. Warte mal, Hunger Games hätte ich mega Bock, aber was ist denn Hunger Games ungefähr in GTA? Kenne ich das gar nicht. Schreib mal in die Kommentare hier, schreib mal weiter, Palm Dealer oder wie du heißt, da. Ja? Mama Hunger Games in GTA. Mach, keine Ahnung, Alter. Ich weiß gar nicht, wie man das machen kann. Gibt es da so einen Modus oder meinst du das jetzt so allgemein mit der Community irgendwie? Also mit euch halt. Und jetzt nochmal ein Stürmer und die kriegen im Sturm. Oha, ich kann nicht. Gar nicht mal so schlecht, Alter. Das ist hier, glaube ich, sogar der Beste. Mit okay, Lacazette wäre natürlich jetzt noch eine Schippe besser. Oder Rashford wäre auch krass vom Talent her hier. Ich glaube, wir werden jetzt hier im Livestream so eine Saison hier durchspielen oder so. Mit dabei für Sky Karriere. Muss ich auf jeden Fall mal schauen. Und ja, jetzt nochmal ein Linksflügelspieler, glaube ich, ne? Rechtsflügel meine ich natürlich. Und jetzt sind wir, glaube ich, durch, oder? Sind das 11 Spieler? Ich glaube, ja. Also ich glaube, ja, wir müssen 11 Spieler sein hier ungefähr. Und Rechtsflügel, wir kriegen... Oh, Salah! Bin ich absolut mit zufrieden, Dembele. Ich denke immer an bessere Spieler hier. Ich denke immer an bessere Spieler. Aber, ey, Salah ist auch ein Mega-Talent eigentlich. Also nicht mega, aber auf jeden Fall ein Talent hier. Ah, konnte ich jetzt nicht auf die Kandidatenliste reinmachen. Okay, warte mal, wir müssen noch Salah. Waren das jetzt 11 Spieler? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja. Ich hoffe auf jeden Fall. Mohamed Salah hier nochmal so auf die Kandidatenliste reintun. Und dann läuft alles hier. Was? Cuciello sieht aus wie 6. Ja, da hast du vollkommen recht auf jeden Fall. Oha, wir sind momentan fast 50 Zuschauer hier. Gestern waren wir 20 ungefähr die ganze Zeit. Oha, krass auf jeden Fall.
Was? Wird niemals ins Budget passen. Nein, ich mach das gleich anders hier. Ich mach das auf jeden Fall gleich anders. Wirst du gleich sehen. Ja, es hat nichts mit Budget oder so zu tun. Es hat nichts mit Budget. So, warte mal. Torwart, Rechtsverteidiger, Zentral, Innenverteidiger. Das ist der andere Innenverteidiger. Haben wir erstmal die Verteidigung und den Torhüter. Hier. Warte mal. Zwei Mittelfeldspieler, ein Linksflügelspieler. Und, warte mal, hier fehlt ein zentraler Mittelfeldspieler. Warte mal, seht ihr das? Hier fehlt noch einer, ne? Habe ich nicht noch einen? Hatten wir nicht noch einen? Oder schreibt mal in die Kommentare, ob wir einen zentralen defensiven Mittelfeldspieler vergessen haben. Hab ich nicht zwei genommen, ich Idiot? Doch einer war doch noch mit ZDM. Ich kann mich doch erinnern, aber wer? Wen haben wir ZDM gezogen, Alter? Schreibt's mal bitte hier. Krass, ZDM? Wen hatten wir da? Ich weiß gerade selber nicht. Hier, ZDM. Ey, das ist eine Scheiße hier. Ah, ZDM, wer war das? Wer war das? Ey, Jungs, wer war ZDM, Alter? Ja, doch, Cavallo war das doch. Stimmt, Cavallo, Alter, ey. Hätten wir den jetzt nicht mitgehabt, ne? Cavallo war das doch, Idiot hier. Ja, du musst überleben mit anderen GTA 5 Spielern, mit iCrimex und so weiter. Du hast keine Waffe, du musst irgendwie an Geld kommen, zum Beispiel Läden ausräumen, damit du die anderen jagen kannst, Ja, aber ist das so ein richtiger Modus oder macht man das einfach so? In einer eigenen Sitzung und so? Oder wie ist das? Keine Ahnung, Alter, wie du das meinst. Und warte mal. Elf Objekte hier. Ja, jetzt müssen wir das halt. Ich muss jetzt eigentlich Fotos machen. Hier, ich muss eigentlich kurz die Musik stoppen, kurz Fotos machen. Und dann. Warte mal, Jungs, ich mach kurz auf jeden Fall Fotos hier. Könnt ihr mal kurz warten, auf jeden Fall. So. So, Fotos sind auf jeden Fall fertig jetzt hier. Kurz zwei Fotos hier gemacht. Und jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen hier, weil ich muss jetzt mal schauen hier. Wir müssen HSV erstmal gründlich bearbeiten, kann man sagen. Hey, Pommes Crafter? Was für Pommes Crafter? Was ist denn Pommes Crafter? Wer ist denn Pommes Crafter, bitteschön? Ich werde das Video, glaube ich, auch, beziehungsweise den Livestream morgen auch veröffentlichen, damit das alle nochmal morgen sehen kann, irgendwie, also damit das alle nochmal sehen. Und ja, so, jetzt, Alter, jetzt müssen wir alles nochmal anpassen, ey, das dauert jetzt eine Weile. Ach, fuck, Alter. Ja, Jungs, das ist halt jetzt das Problem. Das ist das Problem. So, warte mal, wo ist das denn hier? Teams bearbeiten. Vereinstransfers. Ach. Das wird eine schwere Nummer hier. So, wir gucken hier einfach mal rauf, wenn wir jetzt hier, warte mal, Torwart. Ach du Scheiße. Ey, Andu. Warte mal, Jungs, hier an. Machen wir Ant. So, Andujar heißt der hier. Unser Torhüter. Andujar. Ach, wo bist du, Junge? Wo bist du, Alter? Da, das ist der. Andujar zum Hamburger Sportverein. Also so mache ich das immer. Jetzt könnte es locker hier 10 Minuten oder so dauern. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Eschenko. Esch. Machen wir erstmal Esch hier. Einfach Esch. Esch. Was? Esch? Heißt das so oder nicht? Oder habe ich mich hier... Nee, doch, da heißt doch so hier. Eschenko. Esch wie der Pokémon-Trainer. Jetzt Bailey. Von... Wow, was mache ich da hier? Von Manchester United. Von Man United hier. Bailey, bla bla bla. Ich lese mir jetzt gerade nicht die Kommentare durch, Jungs. Also nicht wundern. Ich mache mir hier erstmal alles fertig. Erik Bailey. Boom. Und... Ach, wie heißt der Typ? Javan, Alter. Keine Ahnung. Ja. Einfach mal Javan. Das ist doch der hier. Javan. Und... Warte mal, ist der... Ich dachte gerade Innenverteidiger. Ich habe mich schon gewundert. Ogbonna. Okay, der bei Ogbonna. Keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird hier. Ogbon. So, müssen direkt kommen. Ja, so muss es sein. Baumjohann. Ah, jetzt nochmal ein Hertha-Spieler. No Hertha, no Party auf jeden Fall hier. Baum. Ja, heute ist ja kein Video gekommen. Stimmt, Alter. Heute ist ja auch kein Video gekommen. Leider, muss man gesagt haben. Dafür kommt aber der Livestream online hier. Herrera. Und morgen müssen auf jeden Fall wieder... muss auf jeden Fall wieder ein Video kommen. Mal schauen, ob ich zwei Videos schaffen werde oder nicht. Als Belohnung dann dafür, dass heute gar kein Video gekommen ist. Aber ein Livestream halt. Mal schauen. Ich muss auch ein bisschen vorproduzieren, weil übermorgen beginnt wieder die Schule, Alter. Meine Güte, ich habe voll keinen Bock auf jeden Fall. Aber ja, ist halt so, ne? Übermorgen wieder Schule.
Ich muss auf jeden Fall einiges vorproduzieren. Eigentlich heute, ne? Und ich mache einfach einen Livestream. Ich muss eigentlich vorproduzieren, aber mal schauen. Vielleicht werde ich das hier als Video veröffentlichen morgen oder so. Ich glaube, das ist irgendwie automatisch. Warte mal, Icardi. Weil der andere Livestream wurde auch automatisch veröffentlicht hier. Aber der war. Den müsstet ihr eigentlich sehen können, glaube ich. Doch, ich weiß gerade nicht hier. Aber der wurde, glaube ich, gesperrt dann wegen der Musik irgendwie, weil ich da Kollegas und Musik und so benutzt habe. Da durfte ich hier nicht online stellen. Deswegen benutze ich jetzt nur Musik, die halt nicht. Die auf jeden Fall erlaubt ist, ja. Und die kann ich dann nachhinein. Oh mein Gott. Haben wir jetzt, guck mal, wie wir den geschrieben haben, Alter, egal. Salah und Carvalho. Haben wir den schon? Ich weiß gerade noch nicht. Carvalho, ich glaube, wir haben jetzt alle, oder? Carvalho. Und jetzt müssen wir alle haben. Warte mal, wir schauen nochmal beim Hamburger Sportverein hier vorbei. Hamburger Sportverein. Da. So. Ich glaube, das müssen alle sein. Da bin ich mir eigentlich fast sicher, ja. Müssen auf jeden Fall alle sein hier. Ich bin sehr zufrieden hier. So, jetzt lese ich mal ein bisschen die Kommentare durch. Ich fütter meine Wellen, sieht es hier mit Sucuk wahrscheinlich, Alter, mit Sucuk. Wenn du nicht genug Geld hast, hol dir eine Finanzspritze. Nein, ich mache das ja nicht so hier. Muss Info und so krass. Moin, Carvalho, Carvalho, Pogba. Mit Zombie-Mode oder mit mehr Spieler und dann hat jeder ein Leben. Und wenn man stirbt, dann geht man irgendwo hin und macht man mit der. Z ja, ich habe aber keine Zombie-Mod hier. Das geht ja. Gibt es überhaupt Mods für PS4? Ich habe keine Zombie-Mod. Vielleicht kann man sich. Kann man sich. Ja, schreibt mal in die Kommentare. Kann man sich eine Zombie-Mod hier für GTA 5 Online für die PS4 runterladen? Ich weiß es nicht. Bester Mann geht auf jeden Fall zurück raus an dich hier, Elias Schreiber. Hi. Nein, einfach nicht so. Einfach so das Recht. Ja, bla bla bla. Mach bitte Food-Saisons. Saison wäre auch nice. Ja, wir machen jetzt hier erstmal bei für Sky-Karriere, Jungs. Komm, neue Karriere hier. Heil Spritze, Alter. Bitte Karriere mit einer richtig schlechten Mannschaft und push die. Ja, das machen wir dann nächsten Mal oder so. Mal schauen, auf jeden Fall. Können wir gerne mal machen, mal in der vierten Liga so eine Karriere zu starten. Hätte ich auch auf jeden Fall auch mega Bock. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Hamburger Sportverein hier. So, nehmen wir mal so einen Coach hier. Harry Gaming TV, bla 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 bla. Ich würde das eigentlich alles schneiden jetzt hier, ne? Sorry, Gaming TV. Bla bla bla. Ich muss eigentlich wieder Musik anmachen. Habe ich auch vergessen, Jungs. Mache ich mal gleich an hier. Wenn das Ding gleich lädt, auf jeden Fall. So, mach mal aktuelle, individuelle. Bla bla bla. Champions Cup und so. Wisst Bescheid. Das müsste alles passen. Und so, ich mache auf jeden Fall jetzt mal wieder Musik an. Und dann schauen wir mal. Also läuft alles gut, oder? Schreibt es in die Kommentare. Läuft der Livestream perfekt oder nicht, Alter? Ich muss auf jeden Fall wieder Musik anmachen. Guck mal hier die Playlist. Wartet mal kurz. Ey, wenn mein Handy leer geht, habe ich Problem. Wenn mein Handy leer geht, habe ich ein kleines Problem. Aber egal, das kriegen wir schon hin. So. Mal sehen, was jetzt von der Musik hier kommt. So, müsste jetzt wieder weitergehen mit der Musik. Und ich muss mal kurz trinken, Jungs. Warte mal kurz. So, jetzt muss ich kurz trinken. Das lädt ja sowieso alles gerade. Also Livestream läuft, glaube ich, perfekt, oder? Ja, grüßt mich mal bitte. Ja, ich kann nicht. Ich grüße euch alle hier. So. Aber läuft gut, oder, Jungs? Schreibt alles mal in die Kommentare. Ja, läuft gut, hoffentlich. Oh, Jungs, Alter. Musik lauter oder leiser? Schreibt es in die Kommentare oder ist perfekt. Laut oder leiser oder ist perfekt. Schreibt alles in die Kommentare, ja. Kaufst du dir sofort Dolberg und Reed Oxford, bitte? Ja, warum Dolberg und Reed? Warte mal, ich schau mal gleich auf jeden Fall. Weiter zur Einladung erstmal. Wir müssen gleich unsere Mannschaft erstmal ein bisschen. Ne, ich kaufe ja keinen Spieler jetzt hier. Das ist eine Buy for Sky-Karriere, Jungs, hier. Wir können auch gerne so eine halbe Stunde jetzt mit einer Buy for Sky-Karriere machen. Ich weiß ja nicht, wie spät das gerade ist. Oha, schon 21:20 Uhr. Sind gerade 20 Minuten, glaube ich, online fast. Ja, aber dann machen wir das so. Ja, kann ich ja nur noch 10 Minuten streamen. Das lohnt sich jetzt auch nicht mit der HSV. Ich hatte so eigentlich eine Idee, Transfer to Glory zu machen. Später, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Weil ich will eigentlich um 22 Uhr schon GTA 5 online streamen. Ja, wir schauen einfach mal. Wir schauen. Gregoritsch. Wir machen mal Icardi. Stimmt, wir müssen unsere richtige Elf machen. Also, beziehungsweise die Spieler, die wir halt bekommen haben. Rechtsflügel, Salah. Wen haben wir links bekommen? Mertens, ne? Dries Mertens. Dries Mertens. Junge, wo ist der Typ? Oh, das war letzt, okay. Baumjohann vorne, Zentraloffensiv. Carvalho, Herrera. Die Mannschaft sieht, die ist auf jeden Fall besser als die
jetzige HSV-Mannschaft, also die wir jetzt reinmachen, die Spieler alle, ist eigentlich jeder besser als den wir davor hatten. Ne, das ist auch der andere. Ja, auch der Torhüter, kann man sagen. Aber wir hätten eigentlich Adler eingesetzt, ne? Auf jeden Fall, ich bin sehr zufrieden, bis auf den zentralen offensiven Mittelfeldspieler und die Außenverteidiger sind nicht so gut. Und Doc Bonner ist jetzt auch nicht so atemberaubend, aber das geht schon noch. Außenverteidigung macht alles kaputt einfach. Herrera kann man noch mit zufrieden sein. Ich dachte, er hat 5 Sterne Skills, Alter. 4 Sterne. Baum Johann, ja, das ist eine Enttäuschung natürlich für das ganze Team. Ist natürlich nicht so gut, Jungs. Der Stream ist so scheiße, dass ich ein Abo da lasse. Alles klar, auf jeden Fall, ja? So, machen wir weiter. Was mache ich da? Ich drücke auf Speichern. Wahrscheinlich, Alter. FIFA Factory, natürlich kenne ich dich noch hier. So, ich muss mal die Kommentare auch ein bisschen immer mit durchlesen. Live perfekt, nice. Wie ist das Team? So. Muss man die Kommentare mal zwischendurch mal durchlesen, Jungs. Perfekt, perfekt, okay. Du bist der beste YouTuber, danke auf jeden Fall, danke, Jungs. Regaming, gerealster YouTuber mit viel FIFA. Dankeschön auf jeden Fall, Brock Lesnar heißt er einfach hier. Wen wollen wir trainieren? Warte mal. Den Torhüter, ich weiß es nicht. Jungs, ich weiß auf jeden Fall nicht, ja. Torhüter. Ja, es lohnt sich doch gar nicht, den zu trainieren. Bin ich behindert? Ich habe total was genommen, auf jeden Fall. Santos? Ja, nee, geht ja gar nicht, Alter. Wir dürfen ja nur unsere Buy for Sky-Spieler trainieren, ich Idiot. Ey, das ist scheiße. Muss man so gesagt haben, wortwörtlich. Ja, kennst du mich noch von gestern? Ja, Tim, Joel, Stani, oder wie du heißt hier. Ich kenne euch alle noch von gestern hier. Bisschen lauter, Musik bisschen lauter, oder was? Ich weiß es nicht. Ein bisschen lauter hier. Icardi, wie wollen wir noch trainieren? Warte mal, ich schau mal weiter. Salah auf jeden Fall hier. Salah. So. Und da nochmal. Mittelfeldspieler. Ich bin gerade am überlegen, warte mal. Stürmer auf jeden Fall Icardi. Die Idee werden wir auf jeden Fall schön trainieren. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. So, Schussgenauigkeit. Durchsetzen machen wir mal hier Ausdauer. Muss er sich noch ein bisschen verbessern. Dann. Alter, das ist ein bisschen schwer. Wir haben halt eigentlich keine Talente, ne? Wir haben ja an sich keine Talente. Mertens ist ja leider verletzt. Dries Mertens. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir eine Saison spielen sollen. Und dann kommt morgen dann die zweite Folge oder so. Mal schauen auf jeden Fall. Machen wir halt so Stream-Folgen immer. Ich bin gerade am so überlegen, wie ich das machen werde. Was können wir jetzt hier machen? Cavallo, komm, Cavallo hier. El Rondo Mondo. Und jetzt noch ein Spieler. Wir nehmen nochmal. Salah oder Icardi? Komm, Icardi, ab beim Abschluss so ein bisschen trainieren, oder? Chancenerarbeitung, ja. Abschluss haben wir schon eine 88. Vielleicht beim Passen? Ja, beim Passen muss. Oha, muss er gewaltig besser werden. Gewaltig, Jungs, gewaltig. Da muss er sich noch gewaltig verbessern, ja? So, ich grüße jetzt hier gar keinen mehr, Jungs. Das reicht jetzt langsam mit dem Grüßen hier. Also, das reicht jetzt ja auch mal. Mensch, kann eigentlich jeden Mute irgendwie grüßen. Das geht ja auch nicht. Machst du auch noch Spiele gegen Abonnenten, vielleicht später gegen 23 oder so. Ich glaube, ich bleib bis 24 Uhr online, also ungefähr 3 Stunden bleibe ich online. So wie gestern ungefähr, also nicht bis 3 Uhr oder 2 Uhr. Ich glaube, gestern war ich bis um 2 online, ne? Also ungefähr bis um 2. Heute bleibe ich nur bis um 0 Uhr online, also ja, ich muss eigentlich noch Videos aufnehmen. Das ist halt auch noch das Ding. Haben wir eigentlich alle Spieler? Ja, okay, es fehlt noch hier Dries Mertens, aber der ist verletzt, da können wir nichts ändern. Ah, ich habe die Auswechselbank vergessen, ist mir gerade aufgefallen. Ah, Freunde, Alter. Ich habe genau die... Ey, fuck. Ich habe die Auswechselbank vergessen. Ist auf jeden Fall optimal jetzt, dass ich die Auswechselbank vergessen habe. Ist sowas von optimal. Bei GTA mit den Hunger Games, dort musst du eine Sitzung machen. Okay, also wir schauen mal gleich mit den Hunger Games, also kommt ja erst um 22 Uhr online, Jungs, das mit den Hunger Games, das machen wir schön um 22 Uhr, schön in Ruhe, aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf FIFA 17 und dann können wir uns auf jeden Fall auf GTA 5 online konzentrieren, schön. Und ja, mal schauen hier, du bist der beste YouTuber, danke Adrian, danke auf jeden Fall, bin ich sowieso nicht, aber danke. So, machen wir mal die andere Musik hier, kommt nur Werbung, Alter, ja jetzt mal keine Werbung, wie es aussieht, keine Werbung dazwischen, die gefällt mir. So, ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Gut, dann bin ich aus. So, gut, dann bleibe ich auch. Bis dann. Regaming TV. Hey, wie jetzt? Warte mal. Machen wir weiter. Also, wir nehmen weiter gegen Lyon.
Olympique Lyon. Jungs, was meint ihr? 2-1 für uns? 2-1? Ja, okay, wir verkacken. Ja, meine Güte, 2-0, Alter, wegen unserem Torhüter bestimmt. Ey, komm, Alter, Torhüter ist scheiße, Mann. Komm, wir dürfen uns einen aussuchen, Jungs. Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, ob wir uns einen eigenen Torhüter kaufen sollen. Beziehungsweise, wir dürfen halt nur einen Torhüter kaufen. Dass wir da so eine Regel machen draus. Weil der Torwart ist einfach mega scheiße, muss man so gesagt haben, ja? Der Torwart regt mich mega auf. Und er wird bestimmt uns einiges versauen. Deswegen bin ich am Überlegen jetzt hier, uns einen Torwart zu kaufen. Weil ich glaube, wir werden die ganze Saison dann verkacken einfach, ohne einen guten Torhüter. Deswegen, komm, oder? Ich warte erstmal auf eure Kommentare ab. Ich sehe das eh erst eine Minute später, wo ihr es halt schreibt. Also nicht wundern, wenn ich erst eine Minute später oder so antworte. Ja, dafür ist die Stream-Qualität dann auch viel besser, die Qualität vom Stream. Deswegen nicht wundern. So, dann muss man schauen hier. Stream läuft aber perfekt, wie alle so sagen bisher hier. Gefällt mir auf jeden Fall. So. Und 2-1. Oh, 3-1. Salah Doppelpack. So muss es sein hier, Jungs. So muss es sein, Mensch. Wir rasieren schon so einiges, muss man sagen. Ne? Wir rasieren einiges hier. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft hier. Mache gerade auch so eine Karriere. Läuft auf jeden Fall, Leon, ja? Ah. Nein, Pommes Crafter. Wer ist dieser Pommes Crafter? Glaub mir, Regaming. Du wirst. Warte, was steht da? Brock Lesnar schreibt. Warte mal, ich sehe das gerade hier nicht. Glaub mir, Regaming, du wirst irgendwann mehr als 100.000 Abonnenten hast. Wahrscheinlich hast du. Ich glaube, er meint haben, natürlich. Ja, mal schauen auf jeden Fall. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht irgendwann. Kann sein. Also alles ist möglich, aber ich glaube eher nicht, ja. Ist mir auch eigentlich auch ziemlich egal. Wir schauen mal weiter gegen Fan-Updates hier. Mal sehen, was alles hier schreiben. Alle schreiben ja, also dürfen wir. Also, okay, ihr kauft ja einen neuen. Okay, alle schreiben hier ja, wie es aussieht. Kauf Dragowski. Dragowski-Mowski. Meine Mutter will mir mein Handy wegnehmen. Wieso das denn? Wieso das denn, Junge? Und. Oh, 4-3 in Elfmeter schießen. Nice. Sie kriegen hier ein bisschen Geld auf jeden Fall. Ja, ich kaufe jetzt einen Torwart jetzt, Jungs. Wartet mal. So, ich kaufe jetzt mal einen Torwart. Wir schauen mal hier einen Keeper. Mir fällt so spontan Lafont ein. Donnarumma. Svilar. Warte mal. Svilar, komm, wir kaufen uns mal Svilar. Svilar, Junge. Svilar. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Warte mal. Der trotzdem noch nur 2 Millionen, aber der hat nur eine 64 oder so. Das ist halt das Ding. Wir kaufen uns Svilar und einer hat noch hier Panel in die Kommentare geschrieben. Oder? Ist das überhaupt ein Keeper oder hat er das einfach nur so geschrieben? Nee, okay, ist kein Keeper hier. Wie es aussieht, oder? Nee, auch nicht, nee. Okay, es waren einfach nur. Hat einfach nur Panel oder so eine Scheiße geschrieben hier. Was wollen wir denn? Warte mal. Wen können wir welche noch kaufen? Lafont fällt mir ein, der Franzose. Der ist aber ziemlich standardmäßig aus. Und Keeper hier wie Lafont. So ein Standardtalent kann man sagen. Lafont. So, wir schauen mal. So, glaube ich, für 10 Millionen oder so. Ja, okay, sagen wir mal 5. Der hat, glaube ich, eine 76er Gesamtbewertung hier. Und ja, Neuer. Wahrscheinlich Neuer, Alter. Wahrscheinlich Neuer, Junge hier. Das soll auch vom BVB-Fan. Aber ist natürlich nur ein Joke. Hoffe ich auf jeden Fall zumindest. Wir haben ja eh nur. Warte mal, wie viele haben wir? Oha, wir haben 53 Millionen? Was? 53 Millionen, Alter. Oh, das sieht gar nicht mal so schlecht, was hier läuft. Das gefällt mir momentan hier. Das beste Lied momentan hier von der Playlist. Hört's mal. Das ist ja das Beste irgendwie. Mit der Tröte hier. So, wir machen mal motivieren. Motivieren die Mannschaft. Transferangebot. Nikolai Müller. Ja, können wir gerne verkaufen. Ciao, Müller. Ich hab's wirklich hart angenommen, ich Idiot. Warum habe ich es angenommen? Egal. Schauen wir weiter. Kauf Wellenreuter. Hardaki oder wie der heißt hier. Mvogo. Stimmt, warte mal. Mvogo, na klar, Alter. Auf Mvogo oder Karius, das wäre auch. Ja, aber Karius können wir nicht verpflichten in der ersten Saison. Wahrscheinlich Patilimon. Ich kenne den, das ist doch der 2-Meter-Riese. Warte mal. Patilimon oder wie der heißt. Oder Patilmon. Keine Ahnung, wie der heißt hier. Gibt's den überhaupt? Ja, den gibt's noch. Wer ist der hier? Patilimon. Ja, Patilimon, Alter, das ist Legende, das ist Legendenstatus hier. Komm, den verpflichten wir, Jungs. Den verpflichten wir. Einfach mal so als Joke hier. Patilimon, Alter, der Typ ist 2 Meter groß, Alter. Der hat bei Man City, glaube ich, gespielt, ne? Ich weiß nicht, ob es noch in der letzten Saison war oder schon davor. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hier. Einfach nur krank, der Typ. Einfach nur krank. 2 Meter 3. Größe 2 Meter 3. Wie wollte ich gerade noch haben? Ich wollte noch gerade Mvogo, stimmt. Mvogo, Alter, der wird einiges rasieren. Der wird auf jeden Fall einiges rasieren hier. Das ist einfach eine Kante hier. Mvogo. 1,90. Habe ich doch bei irgendeiner Karriere habe ich den noch. Ich habe vergessen, wo. Wo habe ich Mvogo noch? Ich habe den mal, glaube ich, verpflichtet, aber. Wo war das? Wo war das, Jungs, Alter? Irgendwo habe ich den noch hier. Aber der ist eigentlich gar nicht so bekannt.
Habe ich den denn mal verpflichtet, Alter? Ich weiß es gerade nicht. Aber einmal war das nur. Das war vor kurzem. Vor einer Woche oder noch diese Woche war das hier. Da habe ich erst Mvogo verpflichtet. Hey, wann war das? Mit welcher Mannschaft auch, ist die Frage, ne? Ich weiß es gerade nicht hier. Einer schreibt hier Ulreich. Das war, glaube ich, das größte Joke hier. Perisic, wahrscheinlich Perisic, oder? Auf einmal ist es auch ein Keeper dann. Ich lache dann. West Ham gegen Hamburg hier, mal schauen. Ich tippe mal 2-0 für uns. 1-1 und West Ham gewinnt in Elfmeterschießen. Ah, Jungs. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Ja, ich schau mal weiter hier. Büro. Zwillar. Junger, bester Mann auf jeden Fall, Zwillar. Den habe ich auch schon. Den kenne ich eigentlich schon vor lange auch hier. Also viele meinten irgendwie, der hatte nur ein Potenzial von 83 gehabt, aber ich habe den mal, glaube ich, auf die 90 oder so gekriegt. Ich weiß es gerade nicht. Aber irgendwie, das ist auch ein bisschen so gelogen, dieses Potenzial Mist irgendwie im Internet auf jeden Fall. Das liegt auch ein bisschen, weil das ist, glaube ich, nur ohne Training so eine Prognose. Zum Beispiel, der hat, glaube ich, nur ein Potenzial von 87, kann aber eine 92 erreichen oder so. Also Potenzial kann auch besser sein als eigentlich erwartet irgendwie, als eigentlich gedacht. Also stimmt das ja nicht ganz, Potenzial. Was für ein Potenzial hat Mvo? Ich weiß nicht. Kannst ja mal im Internet gucken, was ein Potenzial hat hier. RB-Label. Horn schreiben jetzt auch viele. Leali. Wahrscheinlich Tom Starke, Alter. Jetzt kommen hier solche Leute wie Tom Starke. Gladbach? Was für Gladbach? Mein Sommer bestimmt, oder was? Leno wäre auch nicht schlecht, ne? Stimmt, Leno wäre auch eine Option. Ja, Leno wäre auf jeden Fall auch eine Option hier, ist mir gerade eingefallen. Also hat da einer gerade in die Kommentare geschrieben. Und inakzeptabel, ja, komm, Patilimon, Junge, du musst kommen, Alter, du musst kommen, Junge, komm, hier, nimm mal die 10 Millionen an hier. Watford oder wie er auch immer heißt, Alter. Spielerfit-Gespräch hier mit Hertha BSC, Mvogo-Fit, nee, der kommt schön zu uns, Alter, nix Hertha BSC. Ja, Ulreich rasiert alles wahrscheinlich. Spielt er eigentlich noch bei Stuttgart, der Ulreich? Ich weiß es nicht, also schreibt mal in die Kommentare, ob der Ulreich noch bei Stuttgart spielt. Ist er nicht gewechselt? Der ist auch zu Bayern gewechselt, ich Idiot. Der ist auch zu Bayern gewechselt. Stimmt, Alter, hab ich voll vergessen, dass er zu Bayern gewechselt ist. Meine Güte, Jungs. Ja, einer spammt ja alles voll gerade. Ich habe nur Patilimon geschrieben, weil er bei meinem Favorite Club spielt. Cool, dass du ihn kaufst. Ja, normal. So. Machen wir hier wieder. Aber ich glaube, den Patilimon wieder ausgesprochen wird, hier werden wir nicht einsetzen, oder? Mal schauen auf jeden Fall. Wann können wir gegeneinander spielen? Ja, später oder so. Mal schauen. Danach spiele ich erstmal GTA 5 Online und alles. Vielleicht später dann nochmal, wenn ich Bock habe oder so. Also liegt auch an meiner Lust irgendwie. Und ja, wichtiger Stammspieler. Ja, Rotationsspieler machen wir erstmal, ne? Weil wir haben ja dann noch den Lafont. Der Stegen schreiben hier noch welche irgendwie. Leali, Alter. Leali ist doch dieser Italiener, nicht? Leali ist doch ein Italiener. Leali. Nicola Leali. Meine Mutter nervt nicht. Was macht sie denn, Alter? Also, eine Mutter kann eigentlich nie nerven, aber was macht sie denn, bitteschön? Also, seid niemals frech zu eurer Mutter oder so, Jungs, auf jeden Fall. Ich trinke die ganze Zeit nur Wasser, ne? Ey, ganz ehrlich, wenn dieser FC... Warte, wie heißt der? FCZ-Videos nochmal hier... Grüß mich oder so schreit. Ich blockiere dich, Alter. Ich sag's jetzt schon. Ich warne dich. Und wie weitermachst mit Grüß mich. Bitte. Dann reicht's hier langsam. Ja, es reicht langsam. Also noch einmal auf jeden Fall, wenn ich es noch einmal sehe, wirst du auf jeden Fall blockiert. Nur zur Info, ja? Ja, einige schreiben hier schon Spam nicht. Das nervt auch schon den anderen hier. Also immer auf, bitte. Mach mal Rotationsspieler. Was steht hier noch? Was hältst du von dem Ape Crime Theater? Was für ein Ape Crime Theater? Na, diese Möchtegern. Nein, Spaß. Das sind auch diese YouTuber. Ich kenne die, aber was ist denn für ein Theater? Was für ein Theater? FIFA Factory. Maxim Leandro da Silva Lopez hat 81 bei mir. Ah, gab es irgendwelche Probleme jetzt hier gerade, oder was? Ich hoffe, das läuft wieder.
Schreibt mal in die Kommentare, ob es wieder läuft. Also ich hoffe, es läuft wieder, Jungs. Ja, boah, was war das denn jetzt hier gerade? Er hat jetzt erstmal ein Problem bekommen irgendwie. Ich verstehe es gerade auch nicht irgendwie. Schreibt mal in die Kommentare, ob alles wieder läuft. Alter, zum ersten Mal ein Problem hier gekriegt. Ich hoffe, es läuft alles wieder. Es ist kurz unterbrochen, komischerweise. Wieder on, Jungs? Ja, einer schreibt hier on. Wie es aussieht, bin ich wieder online. Ja, aber was war das denn, Alter? Ja, check ich jetzt nicht gerade ganz so. Ja, verstehe ich jetzt auch gerade nicht hier. Kurz einfach mal offline gewesen. So, jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen. Ja, schon mal die ersten Probleme hier beim Livestream. Läuft auf jeden Fall. Läuft. So, muss man die Musik wieder lauter machen. Meine Güte, Alter. Hab ich voll erschrocken. Irgendwie einer schreibt irgendwie offline. Haben voll viele gerade geschrieben. So. Wann können wir spielen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt spiele. Also chill mal hier. Chill mal deine Eier, Junge. Chill mal deine Eier. Momentan habe ich keine Lust auf jeden Fall zu spielen. Vielleicht ändert sich das später, ob ich Lust habe, gegeneinander zu spielen. Also gegen dich auf jeden Fall zu spielen. Und ja, jetzt habe ich wieder meine Rückenschmerzen. Ich glaub's nicht, Alter. Ich muss mich immer kurz strecken. Ey, wir haben schon, wie lange? 40 Minuten fast aufgenommen. Und wir sind immer noch hier bei der Sommertransferphase. Wir müssen mal ein bisschen schneller machen, Jungs. Muss mal ein bisschen weniger die Kommentare durchlesen. Ich lese nur die Kommentare durch. Komm, Leal, die verpflichten wir jetzt nicht. Wir haben alles, was wir wollen. Und das reicht. So, Lafont machen wir mal rein. Lafont wird auf jeden Fall spielen. Dann trainieren wir den noch schön. Passt alles. So, okay. So, komm, also schreibt zweimal eure Kommentare manchmal, also manchmal sehe ich das auch nicht, also falls ich das nicht einmal sehe, könnt ihr das gerne noch später nochmal schreiben, so 20 Sekunden später oder so, falls ich einmal eure Kommentare nicht sehen soll. Also falls ich euer Kommentar halt einmal nicht sehen sollte, kann ja mal passieren. Warum habe ich mir jetzt Partilimon geholt? Warum, Alter? Warum bin ich so dumm und hole mir noch Partilimon? Egal. So. Leute, machen wir Prank an Regaming TV? Auf jeden Fall nein. Was willst du machen, Pommes Crafter HD? Bestimmt voll Spam. Ich sehe es kommen, Alter. Leute, FIFA, was los? Was für okay? Du meinst doch irgendwas mit deiner Mutter irgendwie, dass sie dich nervt? Also, keine Ahnung. Ja, weil du Schiss hast. Wahrscheinlich habe ich Schiss, Football Live gegen dich zu spielen. Ich habe gar keinen Schiss. Du hast ja gestern gesehen, ne? Habe ich gegen dich eigentlich zweimal gewonnen gestern? Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen das war. Ich weiß gerade selber nicht. Ja, lass machen, Pommes Crafter. Nee, könnt ihr schon vergessen. Gestern Stream war beste, macht das öfter. Ja, mache ich auf jeden Fall jetzt hier. Ja. Aber ich kann das auch nicht jeden Tag machen, Jungs. Also jeden Tag, das ist jetzt bestimmt auch nicht hier. Aber vielleicht auch schon mal schauen. Auf jeden Fall lasst euch mal überraschen. Aber dann auch, ey, wieder offline, was? Ja, ihr prankt mich doch, Alter. Ich bin auch nicht behindert, Jungs, hier. Ja. Steht off. Ich bin nicht dumm, Jungs. Ich bin nicht dumm, Alter. Jetzt ja, schreiben alle wieder off hier. Oder? Ey, prankt ihr mich gerade, oder? Ey, ich bin gerade überhaupt nicht sicher, ob ihr mich prankt oder... Nix off hier, Alter. Ich bin nicht off. Jungs, verarscht mich jetzt nicht. Ihr steht gut bei mir noch nicht off. Ja, guck, labert doch nicht, Alter. Ihr wollt... Ja, das ist ein Prank. Ich bin doch nicht dumm, Jungs, Alter. Hier steht noch, die Übertragungsqualität des Streams ist gut. Nix hier. Offline? Ja, Alter. Verarschen kann ich mich selber. Verarschen kann ich mich selber. Mir noch nicht off. Ja, die labern doch alle, Alter. Als ob ihr mich verarscht. Verarscht ihr mich jetzt oder nicht, Alter? Alter, was ist das wieder? Off? Als ob ich off bin, Alter. Guck, FIFA Factory ist korrekt, dann sagt das da. Grüß mich mal, Lo. Ja, ich grüße dich, Pferd Santana 73. Lo, nein, Spaß, I'm off. Schon wieder off. Ja, was für off, Alter? Labert doch nicht. Kannst du mir PN schreiben? Du weißt ja wieso, oder? Ja, warte mal, Alpha Gold. So, weiter geht's. Läuft. It's a prank. Ist wirklich off. Nix ist wirklich off, Alter. Prank. Gestern Stream war beste. Auf jeden Fall, Hans, Alter. Gestern war mega nice. Mein erster Stream auf dem Kanal hat mir mega Spaß gemacht hier. Ja, Alpha Gold, wir schreiben auf jeden Fall noch später, ja? Oder vielleicht morgen mal schauen, Alter, wenn ich halt Zeit habe hier. Die labern nur. Yeezy Boost Prank. Hans stimmt Prank. Ey, welche Nationalität bist du? Ja, sag ich einfach mal jetzt nicht hier. Hast du ein Haustier? Nein, aber ich hatte auf jeden Fall Fische. Und stimmt, zwei Wellensittiche. Einen grünen und einen blauen hier. Einen grünen und einen blauen hier.
Aber wir waren einfach richtig heftig, Alter. Wellensittichen. Alter, ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Wellensittiche. Wellensittiche, ne? Diese Vögel, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, das waren auch schöne Tiere auf jeden Fall hier. Ich kann mich noch, das war so heftig, einfach. Die waren dann auch einfach mega Spaß, um solche Tiere zu haben. Jetzt gegen Ingolstadt hier. So, können wir die wegwichsen oder nicht? Was meint ihr? Was meint ihr, Alter? Das ist kein Prank. Wahrscheinlich war das kein Prank. Die pranken dich. Grüß Matteo, ich grüße Matteo. Hört mal auf mit diesen Grüßen jetzt hier, Jungs. Hört mal auf, Mensch. So, ey, nicht das Lied, das hasse ich. Das hasse ich. Ich überspringe das Lied. Überspringen, nichts mit singen hier. Gucke gerade Hallenfußball. Was läuft denn hier? Welche Mannschaft? Oh, jetzt kommt wieder eine Werbung, Alter. Ich glaube es nicht. Clash Royale. Optimal. Warte mal, überspringen. Nice. So, das ist nicht schlecht, wie es aussieht hier. Das Lied. Oha, 5-0 hier einfach Ingolstadt weggewächst. Nice, so muss es laufen. Ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren hier auf die FIFA-Karriere. Ich lese mir die ganze Zeit die Kommentare durch. Es macht einfach mega Spaß, wie viel ihr immer schreibt hier. So. Wer kennt auch Paco? Der hat auch Wellensittiche. Mhm. 4-0. FIFA Factory. Also wir haben Ingolstadt einfach weggewichst, so muss man es einfach gesagt haben hier. Ich glaube, wir simulieren bis zur Transferphase. Ja doch, bis zur nächsten Transferphase dann höchstwahrscheinlich. Warte mal, wir schauen mal die teuersten Transfers an. Teuerste Transfers. Varan, Eriksen. Wahrscheinlich Eriksen. Eriksen natürlich. Wahrscheinlich Eriksen, Alter. Reus, okay. Zu Bayern Eriksen. Krass, ey, das wird schwer. Die Liga bin ich einfach. Bayern hat sich auch verstärkt, wie es aussieht. Und ja, mal schauen. Was hältst du? Was hältst du von FIFA Gaming und so? Ich halte von keinem YouTuber irgendwas. Ich gucke einfach keinen YouTuber, habe ich ja schon öfters gesagt. Deswegen, also. Ich halte von keinem YouTuber was. Manchmal schaue ich mir einfach mal so Projekte an von manchen YouTuber oder so. Ja, manche kann man sich auch reinziehen, aber ganz wenige einfach nur. Ich gucke jetzt, ich bin jetzt auch kein aktiver Typ, der jeden Tag irgendwie YouTube guckt oder so. Ist so alt, wenn ich mega Langeweile habe, irgendwie gucke ich mal so auf YouTube vorbei, was läuft. Also was halt auf der Startseite ist. Es gibt jetzt nicht irgendwas Präsentes oder so ein. Also halt was auf der Startseite manchmal ist. Jetzt nicht so ApoRed-mäßig, das nicht, Jungs. Und ja, bye, muss auf. War mega geil, weiter so. Danke, Tim, Jonas, Dietrich. Bis dann auf jeden Fall. 5-0, Hammer. Ja, mein Alter sage ich jetzt nicht, ja. Felix Wollert. So, ich tipp mal. Ja, was schätzt ihr, wie alt ich bin? Schreibt es mal in die Kommentare, was schätzt ihr, Alter? Bin ich sehr gespannt. So, ich tippe mal jetzt 2-1 für uns. 2-1, was meint ihr? Mach mal Ultimate. Ja, ich weiß, was du meinst. Ultimating, glaube ich, ne? Oder? Time? Was? Ich glaube, mein Ultimating hier, der fährt. So, ein bisschen. Na, mal schauen. Ich glaube, du meinst Ultimating, oder? Ich weiß gerade nicht, ja? Und ja. Bam, 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 bam. Und keiner entwickelt sich. Keiner entwickelt sich. Ach. Jungs, Jungs, Jungs. Sehr gut, weil ich finde deine Art gut. So nicht so um Likes. Was? Warte mal. Sehr gut, weil ich finde deine Art gut. So nicht so um Likes bettelt. Achso, du meinst, du findest meine Art gut, dass ich nicht so im Likes-Battle bestimmt? Ja, das ist eigentlich eine ganz normale Eigenschaft. Das muss eigentlich jeder YouTuber halt haben irgendwie. Nicht um Likes zu battlen, aber das macht halt jeder, weil die alle behindert sind. Ist einfach so. Welche Liga bist du in Ultimate Team? Liga 9, glaube ich. Du bist 23, wahrscheinlich 23. Alter, ihr habt ja Tipps hier. Du bist 18. Ja, dazu sage ich jetzt aber nichts, Jungs hier. 88 wahrscheinlich, Pascal, Alter. Nazi hoch 88, habe ich gehört, Pascal Weiß. Alles klar, Alter. Du bist ein Nazi hoch 88. 5. Ja, okay, 5 ist natürlich ein guter Alter hier. 19, 20, 88 nochmal Pascal Weiß. Wir haben alles noch gegen RB Leipzig hier. Einfach mal die Leipziger weggewichst hier. Haben wir die Dosen. Ja, ich sag jetzt mal nichts. Ihr wollt jetzt das sagen, aber das mache ich lieber nicht. Jetzt das lasse ich einfach mal, Jungs. Yo, Team, ja, du bist 18. Ja, ich sag dazu einfach mal nichts hier. Werdet ihr auf jeden Fall irgendwann erfahren. Irgendwann sage ich es einfach mal. Aber jetzt noch nicht. Ja, hallo, Ultimate Time oder wie das heißt. Er fährt, Alter. Bester Mann, Alter. Ja, hallo. Könntest du mich erwähnen und meine Mutter, die gerade Krebs hat. Oha.
Krass, Alter. Deine Mutter hat Krebs. Okay, die grüße ich mal. Deine Mutter grüße ich mal hier. Ich kann dich auch noch erwähnen hier. Leon Pepone hier. Auf jeden Fall. Gute Verbesserung an deine Mutter. Ja, deine Mutter hat Krebs, Alter. Krass, auf jeden Fall. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall an deine Mutter raus und, Alter. Boah, muss krass sein für dich, ne, Leon? Aber schöne Grüße gehen an dich und deine Mutter raus. Hier wünsche ich auf jeden Fall gute Besserung und alles hier. Auf jeden Fall krass, sowas. Wünscht man keinen auf jeden Fall. Das darf man auch keinen wünschen irgendwie. Auf jeden Fall mega krass. Möge Gott ihr zur Seite stehen. 18, wie alt bist du? Kannst du mal bitte Footdraft machen? Footdraft, ich habe zu wenig Coins. Das ist halt das Ding. Hab heute Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Pascal Weiß, wie alt bist du geworden? 88 oder? Oder bist du auch 1988 geboren? Nein, Spaß. So, und 1-0 gewonnen hier. Enchenko, nice. Emre Mor, Betschke. Wahrscheinlich Betschke. Jetzt gegen Bayern. Nein. Real Gaming TV, sorry, dass ich nicht gestern nicht beim Livestream dabei war. Okay, nicht schlimm, Alter, Armin. Armin, der Boss. So, Trainerauszeichnung halten, nice. Nachricht von einem Spieler, meine Einsatzzeiten, bla bla bla. Brrr, motivieren. Red Bull verleiht, scheiße. Haha, FIFA Factory, Alter. Ah, Junge, grüß mal Lukas Pfeiffer, ja. Ich grüße gar keinen. Nee, Alter, könnt ihr vergessen, jetzt hier mit Grüßen. Oh. Tipp mal. Oha, wir führen gegen Bayern. 1-0, was geht denn? Die Ulreicher. Ah, die haben auch Ulreich im Tor. Die haben immer eine B-Elf, ne? Wenn ich gegen Bayern. So, wieder online hoffentlich. Alter. Was geht denn hier heute mit dem Stream ab? Irgendwie, ich glaube, das liegt an YouTube, oder? Ich weiß es nicht, ja? Bei mir kann das eigentlich nicht liegen, aber gerade offline. Ich habe gerade die Kommentare, ein paar Kommentare beantwortet und jetzt. Naja. Hat er eine Bambusleitung oder was? Nein, habe ich auf jeden Fall nicht. Ich habe eine 50K-Leitung hier. Darf eigentlich, müsste eigentlich gar nicht passieren. Gestern lief ja alles astrein eigentlich. Könnt ihr alle fragen hier. Gestern 3 Stunden, also nur am Anfang hat es halt ein paar Probleme gegeben, aber sonst, gestern lief es eigentlich perfekt mit dem Livestream. Nur heute gibt es irgendwie ein paar Probleme. Das zweite Mal schon. Und ich bin jetzt ja auch nicht hier rich, dass ich mir eine 100K-Leitung oder so leisten kann, dass ich die beste Leitung habe, Alter. Nur weil ich hier 3000 Abonnenten habe, heißt nicht, dass ich gleich die beste Internetverbindung habe. Bin ich jetzt wieder online oder bin ich jetzt offline? Ja, Jungs, Alter, was geht mit dem Stream hier ab, ey? Warte mal, Jungs. Ich starte mal nochmal einen Livestream jetzt hier. Also irgendwie läuft das hier gar nicht. Ich starte es nochmal neu oder so. Ich warte mal. Oder ich ändere ein paar Einstellungen. Ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht momentan. Ich check das gerade. Warte mal. Der Status ist einwandfrei. Ich gucke hier gerade mal nach. Gesamte Wiedergabezeit, bla bla bla. Dann gleichzeitige Verbindung zu Spitzenzeiten 51. Schau mal kurz weiter. Bla bla bla. Aber irgendwie läuft es nicht gut, Alter. Irgendwie läuft es nicht gut. Also läuft es jetzt wieder oder? Nicht. Ich hoffe, es läuft wieder. So, schreibt mal eure Fragen in die Kommentare. Schreibt mal eure Kommentare. Ich wollte schon gerade schreiben. Schreibt mal eure Kommentare in die Frage wahrscheinlich. Schreibt nochmal alle eure Fragen hier, die ihr eben gerade geschrieben habt, die ich halt nicht beantworten konnte. Bitte nicht offline. Oh, Jungs, Alter. Schon wieder offline gewesen. Das gibt's einfach nicht. Also irgendwie haben wir heute einfach nur Pech. Muss man so gesagt haben. Also irgendwie habe ich heute nur Pech. Ist einfach Fakt. Ich hoffe, jetzt läuft es mal hier ein bisschen länger. Irgendwie nur off. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob es an YouTube oder an mir liegt. Ich weiß es wirklich nicht, weil gestern lief alles einwandfrei, Alter. Könnt ihr an die anderen fragen, die gestern dabei war hier. Das ist zum Kotzen ist das heute. Vielleicht wende ich das hier gleich alles oder mache kurz eine Pause. Vielleicht läuft es gleich besser. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung. Online, ja. Zum Glück sind wir jetzt online hier. Ja, bestimmt wieder 2 Minuten. Also irgendwie, ich weiß auch nicht, was hier abgeht momentan. So, warte mal. Mal kurz hier verschieben.
So, jetzt, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob die Qualität perfekt. Ey, ich glaub's nicht, wieder offline gegeben. Ey, das ist zum Kotzen, ist das hier. Ja, hier schreibt einer, lass das für 5 Minuten off, dann geh wieder online. Ich weiß es nicht, Alter. Ja, das regt auf, ja, das regt mich auch auf. Wenn das hier noch einmal offline geht, dann beende ich das hier und dann mache ich so 15 Minuten oder so Pause oder höchstwahrscheinlich, ich glaube, 10 Minuten Pause oder so. Und dann geht's dann weiter auf jeden Fall. Also, warte mal, da mache ich auf jeden Fall 22:15 Uhr dann weiter auf jeden Fall. Falls es noch einmal stoppen sollte, mache ich nicht weiter. Mache ich erst 22:15 Uhr weiter mit GTA 5 Online dann schön. Deswegen, Jungs, nicht wundern. Falls es noch einmal abbrechen sollte auf jeden Fall. Ich hoffe eher nicht, aber ja. Ich will auf jeden Fall noch hier bis zur Wintertransferphase simulieren. Und dann können wir schon weiter schauen. Florian Reuter stimmt zu 100% zu 1000% oder was auch immer. Eintracht Frankfurt. Ey. Was hat Florian Reuter geschrieben hier? Ich habe es gar nicht gesehen. Warte mal, Florian Reuter, wo bist du, Junge? Hä? Bist online? Ja, okay. So. Und 1-0 und 2-0. Nice. Ich konzentriere mich noch mal ein bisschen besser hier. Ist wieder offline. Ja, 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 Florian. Als ob, Alter. Als ob ich wieder offline bin. Will er mich einer. Hört mal auf jetzt zu pranken, bitte, Alter. Weil jetzt muss ich wirklich wissen, ob ich wirklich offline bin oder nicht. Das ist jetzt wirklich wichtig hier, Jungs. Das ist wirklich wichtig. So. Jetzt nochmal Köln wegwichsen. Das müssen wir auch noch schaffen. Komm. Köln wegwichsen hier. Das muss auch sein, oder? Die können wir auch wegwichsen. Komm, Jungs. 2-0. 2-0. Und 1-0-0. Ja, jetzt läuft ein bisschen länger, ne? Mit dem Livestream schon viermal hier irgendwie abgebrochen. Jetzt läuft auf jeden Fall ein bisschen besser. Hoffentlich. Na, hoffentlich, Jungs. Auf. Ey, Jungs, hört auf mich zu pranken hier. Ich sehe, dass ich nicht auf bin, Alter. Hört auf mit dem Kack. Hört auf damit, Alter. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Bayern scheiße, BVB beste. Ich habe gegen beide nichts, auf jeden Fall. Aber BVB finde ich auch besser, aber ist halt jeden seins. Jeden seine Meinung, Jungs. Jeden seine Meinung. Braucht ihr jetzt den anderen nicht haten oder so. Aber ist halt jeden seine Meinung, ne? Ja, mal schauen jetzt hier. Jetzt gegen BVB. Hoffentlich können wir die einfach mal locker gesagt wegwichsen, hoffentlich. Oder? Was meint ihr? Auch wenn ich nichts gegen die habe, auch wenn ich die sehr mag. Also ich mag BVB an sich eigentlich sehr. Florian, aber wir sind auf 1 und RB von euch und ihr seid besser, nein? Hä? Schreibt mal ausführlich eure Kommentare irgendwie. Ihr schreibt da so komische Sätze, Alter. Das ist voll komisch hier. Achso, RB vor euch. Ich hab verstanden. Ich hab gelesen von euch. Und ihr seid besser, nein? Achso. Und jetzt kommt 2-0, 2-0, 2-0. Wir trainieren gleich den Torhüter Lafont, oder? Trainieren wir den Typ überhaupt hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, gegen BVB wird es jetzt spannend. Gegen Dortmund wird es spannend. Was meint ihr, gewinnen wir? Ach, gewinnen wir? Ich weiß es nicht, Alter. Komm. Ah, schade. 0-0. Egal, Jungs. Alles gut, ja. Und so, gleich wird auf jeden Fall der GTA 5 Online-Stream dann gestartet. Sobald wir... Wollen wir bis Dezember oder Januar simulieren? Schreibt es mal in die Kommentare hier. Dezember oder Januar? 1. Dezember oder bis zum 1. Januar hier? Ich weiß es nicht. Brock wegwichsen. Brock Lesnar wichst jeden weg. Florian Heizmaul. Ich bin jetzt für BVB. Okay, V, Alter. Du bist ein richtiger V-Mann, Adrian Schmidtke. Richtiger V-Mann auf jeden Fall. Ich merke mir das. Brock, nein, Goldberg. Brock. Was wie Goldberg? Florian Heizmaul. Achso, hab ich schon gelesen. Gewinne. Ja, wir haben BVB leicht gesagt einfach weggewichst, oder? Ja, 0-0 gespielt einfach. Einfach 0-0 gegen BVB, Alter. War nicht so gut. Baili erreicht die 85er Gesamtbewertung. Nice. So muss es sein. 22 Uhr GTA-Time. Ja, habe ich eigentlich gesagt, ne? 22 Uhr GTA-Time. Aber wir simulieren nochmal bis zum 1. Dezember. Dann geht es auf jeden Fall weiter mit GTA 5 Online. Können wir gerne gleich machen. Aber ich mache noch kurz eine 5 Minuten Pause. 5 Minuten mache ich noch Pause und dann geht es weiter mit GTA 5, Jungs. Also 5 Minuten brauche ich auf jeden Fall Pause. 5 bis 10 Minuten. Ich bin gerade gekommen wegen FIFA. GTA, hi. Ja, Leon, bist du ein bisschen zu spät gekommen, ne? Eigentlich war ja 18 Uhr geplant, Alter. Scheiße einfach hier. Ja. 18 Uhr war ja alles geplant hier. Ja, komm, 2-1, 2-1. Und dann habe ich geplant 20 Uhr. Dann habe ich nochmal eine halbe Stunde verschoben, glaube ich. Ne, 20.30 Uhr habe ich dann geplant, glaube ich, oder?
Oder erst 20 Uhr, ich glaube, noch 20.30 Uhr. Da habe ich wieder verschoben um 5 Minuten. Dann nochmal um 5 Minuten, dann wieder um 10 und dann wieder um 5 und dann wieder um 5. Und immer um 5 Minuten oder um 10 Minuten verschoben hier. Eieiei. So, machen wir weiter. 22 Uhr GTA Time. Ja, warte mal hier. Komm, Geduld, Jungs. Ich habe gesagt 22 Uhr, aber warte, ich mache gleich noch eine Streaming-Pause. Ich hoffe, ich habe eine Pause. Ja, ist nicht einfach, eine Stunde durchzukommentieren. Boah, ey, Regaming TV, hör auf, dir einen zu wichsen und come on, Danny, Alter. Ich bin noch online hier, Junge. Ich bin noch online, aber gleich geht's los mit GTA auf jeden Fall. Edit mich auf jeden Fall, stimmt. PSN, Regaming TV 11, schreibe ich nochmal hier in die Kommentare hin für euch, damit ihr mich schön adden könnt. Warte mal. Real Gaming TV 11. Könnt ihr mich schön adden? Schreibe ich mal kurz in die Kommentare für euch hier. Aber zusammengeschrieben, ne? Auf jeden Fall zusammengeschrieben. Ist irgendwie getrennt. Wird mir halt getrennt angezeigt. Oh, könntest du Chayo kaufen? Ja, komm, wir beenden gleich die Folge hier. Ich kaufe jetzt keinen mehr. Wir beenden die Folge gleich hier auf jeden Fall. Und dann geht's auf jeden Fall weiter mit GTA 5 Online. Also schreibt in die Kommentare, ob ihr mitspielen wollt. Und wenn ja, addet mich dann. Auf jeden Fall. PSN, Regaming TV 11. Ja, richtig hier. Shinyal, oder wie du heißt. Shinyal. Was für ein V-Mann. Hi Regaming, ja. Wir haben uns auch schon Hi gesagt für FIFA Factory. Ja. Wie viele Zuschauer sind wir eigentlich momentan? Ich schau mal hier. Wir sind momentan 22 Zuschauer. Eine schöne Zahl. Eine wunderschöne Zahl. Komm, gegen Darmstadt können wir noch simulieren. Oder machen wir morgen wieder weiter mit dem Hamburger Sportverein oder so. In der zweiten Folge oder so. Mal schauen auf jeden Fall, Jungs. Macht euch auch was gefasst. Grüß mich bitte. Ja, Ramadan Librani. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Aber hört mal auf mit diesen Grüßen immer. Was bringt euch das eigentlich hier? Was bringt euch das eigentlich, wenn ich euch grüße hier vor 25 Zuschauern oder so? Das bringt euch doch gar nichts hier. Ich sehe doch eure Kommentare. Braucht ihr nicht schreiben, irgendwie grüß mich oder so. Stream ist off, nix da, Shinai. Ja, wie du heißt. Nix offline hier. Nix offline, Mensch. Nix offline 1-1. Okay. Darmstadt nochmal wegwichsen und dann, Jungs, geht's weiter mit GTA. Dann geht's schön weiter mit GTA, eine spritzige Runde hier für euch wegwichsern. Ein Spaß. Kommt 2-1 und Bams, Bams, Bams. Einfach weggewichst, wie der ein oder andere Pornostyle sagen würde. Und jetzt machen wir noch einmal Training. Dann speichere ich das Ding ab und dann mache ich jetzt eine schöne Pause bis 22.15 Uhr, Jungs. Bis 22.15 Uhr mache ich jetzt eine Pause. Ich hatte eigentlich 5 Minuten vor, aber ich will noch was essen und so. Trinke ich noch was schön. Und dann 22.15 Uhr endet mich alle auf jeden Fall. Alle schön enden hier. Und dann geht's 22.15 Uhr weiter mit einem schönen GTA 5 Online-Stream. Später vielleicht wieder FIFA. Mal schauen, lasst euch einfach mal überraschen. Also heute die ganze Nacht. Ja, okay, bis 0 Uhr wahrscheinlich. Oder bis 1 Uhr. Mal schauen, lasst euch einfach mal überraschen hier. Lasst euch überraschen, wie in Weihnachten. Jungs, wie in Weihnachten. So. Können wir jetzt mal speichern. Wir speichern jetzt mal ab. Mann, ich dachte, wir spielen... Nein, Football Live. Ich hab doch gesagt, ab 22 Uhr eigentlich GTA 5 Online. Aber jetzt mache ich eine Pause und dann 22.15 Uhr geht's weiter. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht komme ich auch ein bisschen früher on. Mal schauen, aber auf jeden Fall 22.15 Uhr muss ich wieder online kommen. Ist ein Muss. Ich schulde euch das eigentlich noch hier. Und ja, dann würde ich sagen, Jungs, sehen wir uns gleich später hier um 22.15 Uhr mit einem schönen GTA 5 Online-Stream. Addet mich auf jeden Fall Regaming TV 11. Bis gleich. Haut rein. Und ciao. Jungs, Alter, was sieht bei euch ab? Hier schreibt irgendwie jeder off. Ja, ich hab doch gesagt, dass ich offline gehe, oder habe ich das nicht gesagt? Habt ihr das nicht gehört irgendwie, oder kam das bei euch nicht an? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich das ein bisschen später beenden. Also ich gehe auf jeden Fall jetzt offline hier. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder. Schreibt nicht off oder so, schreibt einfach ciao oder so. Ich habe schon gewundert, ey, habt ihr das nicht irgendwie gehört, dass ich das gesagt habe? Ich gehe jetzt offline, weil alle schreiben auf einmal off. Ich habe euch das auch gesagt, oder nicht? Oder vielleicht kam das nicht bei euch an hier. Habe ich einfach auf offline gedrückt und es kam bei euch nicht an. Ich gehe jetzt auf jeden Fall für 10 Minuten auf jeden Fall offline. Dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder mit GTA 5 Online um 22.17 Uhr oder 22.15 Uhr gleich. Geht's weiter mit GTA und später vielleicht nochmal FIFA. Lasst euch aber überraschen. Bis später, Jungs. Haut rein und ciao.